Aua. Oh, Hallöchen. Oh, verdammt, mein Kopf. So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer weiteren Folge von Secret of Mana. Ich bin zurück in die Stadt gegangen, rüber zu Kanoni und hab mal geguckt, wo er mich hinschießen kann. Und das nächste Ziel war das Imperium. Das habe ich mir nicht nehmen lassen und bin natürlich gleich dahin. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist die Wiese sehr hübsch. Was hast denn du zu sagen? Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Okay. Ich kenne keine Maria, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wer bist du so? Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Okay. Das klingt verdächtig, den Schlüssel möchte ich haben. Hier sind Betten. Häuser müssen immer komplett durchsucht werden. So, wie kann ich helfen? Na, zeig mal her, was hast denn du? Ach, hier, der hat schon wieder neues Zeug für uns. Juwelenweste. 4500. Bitte dreimal. So, das Ding auch dreimal. Besten Dank. Und was haben wir hier? Strickmütze. Oh. Ist das gemein. So, Walnüsse. Ganz wichtig. Schokolade. Okay, das war's. Danke. Ach halt. Ich kann doch gleich verkaufen. Pass auf. Nein, halt. Die kann ich verkaufen. Die genauso. Die haben ja neue Strickmützen. So. Wir haben ja alles neu. Supi, danke. Nö, danke, das war's. So, dann einmal umziehen, bitte. Oh, 43, ist schon ordentlich. Ja, die Mädels brauchen das auf jeden Fall. Halt, ich bin noch nicht fertig. So, hier. Und der da. Super. Damit hätten wir das erledigt. So, müssen wir schlafen? Nö. Schlafen müssen wir nicht. Noch 100. Aber speichern. So. Ob hier irgendwo Victor ist? Hey, was? Wer, was? Du bist verdächtig. Verschwindet hier. Okay. Das ist verdächtig. Der Imperator hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat ein Monsterarmee im Schloss. Na, das, da kommen wir ja wie gerufen. Aber ein Schloss? Ach, hier. Oder? Oder? Nee, von da bin ich ja gekommen. Moment, Moment. Ich habe mich gerade verlaufen. So, ich würde gerne mal diese Maria kennenlernen. Die hier so verdächtig sein soll. Ach, Mensch. Mädel, komm. Ah, hier, ja, die ist doch hier. Also bitte, die ist ja mehr als verdächtig. Hi. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasknica. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier.
Die Parole lautet 634. Alles klar, Maria. Aber ich habe trotzdem nicht den Schlüssel. Ich habe ihn um deinen Hals funkeln sehen, aber habe ihn trotzdem nicht gekriegt. Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Ist doch egal. Ich mag es sowieso mehr in kleineren Städten. Na, ist egal. Dann nutzen wir den Tunnel und gehen in Nordstadt. Oder nach Nordstadt. Wie lautet die Parole? Oh. 6, 3, 4. Rein mit euch. Ja, besten Dank. Oh Gott. Na, oh, es geht, es geht. Guck mal hier. Ah, ich hätte noch mal... Nee, ich war bei Berti. Stimmt, alles gut, alles gut. Ich habe alles richtig gemacht. Oh, nee, hä? So. Oh. Doch, ich nehme alles zurück. Ein Schläfchen hätte geholfen. Nein, jetzt kommt wieder der Quatsch. Ja, genau. Oh, ich hasse es. Sag mal, Anna. Au. Okay, jetzt hat sich's gerade erledigt. Aber ich wollte gerade fragen, kannst du nicht auch mal angreifen? Oh, Kedos Waffe ist Level 3. Sehr gut. Oh, ich sage, ey, Schleime. Sobald der letzte Schleim ist, weißt du, dann ist der U plötzlich hartnäckig und du kommst einfach nicht mehr vorbei. Oh, und die Mädels, die sind so fixiert auf die Schleime, die lassen die einfach nicht in Ruhe. Na wunderbar, wenigstens in Ena erledigt. Jawohl. So, und jetzt der letzte, ohne dass er sich teilt. Okay, hat sich gerade erledigt. Ciao. Ich wollte ja nur mal gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt, aber scheint nicht so der Fall. Komm, geh weg. Natürlich. Zack, Sabberschleim Nummer 2. 2, 3. Einfach ekelhaft. Boah. Gibt's nicht. Gibt's nicht irgendeine Waffe, die effektiv gegen Schleime agiert? Warte mal, muss ich doch mal gucken. Erhöht Intelligenz, ne? Effektiv gegen Schleim und Echsen. Ja, die Peitsche. Warum greift sie dann nicht an? Na kommt. Kommt, es hat keinen Sinn. Weg. Weg. Oh, das ist doch nicht normal. Ja, was bist denn du für ein Fisch? Der Torpedos aus dem Maul feuert. Oh ja. Level 2. Kommt, hört auf jetzt. Mit Schleim brauchen wir uns nicht rumärgern.
Weißt du, dann lieber 10 von diesen Fischen hier. Ist mir egal. Den weiche ich einfach aus. Oh. Da muss einfach gönnen. Fische so eine Dinge aus dem Maul schießen. Und ihr wollt nicht treffen oder au. Ich glaube Anna ist kaputt. Ich weiß nicht warum, aber... So. Sehr gut. Schade, hier ist leider nichts. Oh nee, oh. Ja, wo kommst du her? Wo kommst du her? Du warst doch gerade noch nicht da. Wenn man nicht so erpicht drauf wäre, alle Gegner zu besiegen. Einfach nur, um vom Level her besser zu werden. Oh Gott, oh Gott. Was war das? Was hatte der Fisch? Du lebst noch, oder? Ja. Gott sei Dank. Ich hatte gerade Angst gehabt. Wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ich bin Steve, der Mannerheld. Angeber. Willst du sie damit beeindrucken? Eifersüchtig, hm? Quatsch! Ich liebe doch Hagen. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Wie in Pandoria? Aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr nachprüfen. Oh nee. Noch eine Ruine? Viel Glück. Sarahs Vater hat diesen Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet wurde, hat Sarah die Entführung der Rebellen übernommen. Sie ist erst 18 Jahre alt, aber eine tolle Frau. Vertraut Sarah. Ja, er bleibt mir in Stand noch zurück. Der ganze Ärger begann vor 15 Jahren. Aha. Danke für die Info. Wer bist du? Sarah muss zu schnell erwachsen werden. Das ist nicht schön. Der Imperator hat sehr gefährliche Leibwächter. Arsis, Marcus, Trax und Tantalus, nehmt euch in Acht vor ihn. Oha. Okay. Das Leben ist grausam. Wissen wir? Ich frage mich, was diese Leute bei den Ruinen machen. Oh nee. Wir haben Krieg. Oh nee, ich will nicht. Nein. Ich habe wenig Lust dazu. Manchmal hört man Sarahs nachts weinen. Na, bei der Verantwortung kein Wunder. Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Sehr gut. So, kann ich hier schon wieder einen Haufen Zeug kaufen? So, wie kann ich helfen? Zeig mal her. Dein Ernst jetzt? Alter. Oh, ein Tiger-Bikini. Na, den kaufen wir doch mal, oder? So, Tigermantel. Strickmütze, okay. Tigerkappe. Oh je. Ja, und Kristallring. Davon hätte ich gern zwei. Warte, das kriegen wir hin. Verkaufen. Waschbemütze, weg damit.
Weg damit. Weg damit. So, weg damit. Weg damit. Und weg damit. Oh, guck mal. Haben wir das Geld doch schon wieder zusammen? So. Jo, kaufen. Hab ich nicht vor kurzem erst Zeug gekauft? Noch etwas? Nein, danke. Naja, mir soll es recht sein. Oh, 32. Ja. Ich finde, abwehrtechnisch 64. Okay. Ist okay. Warum nicht die Kleine, die das echt nötig hätte? Aber ist okay. Ist okay. So, gucken wir uns hier mal schnell um. Oh. Ob es hier vielleicht irgendwo einen Berti gibt? Ja, größer ist die Stadt. Aber mehr Häuser bietet sie auch nicht. Achso, hier ist noch eins. Nee, da gibt es keinen Eingang. Warum noch? Warum? Man kann so ein Haus hier hinzimmern und lässt einfach die Eingangstür weg. Sind eh überbewertet. So, was ist das jetzt? Unter dem Korallenriff im Süden ist etwas. Und was? Warum sagst du mir das nicht? Ich bin neugierig. Ich nehme nur Privatpatienten. Mhm. Bringt mir Geld, wahr? Willkommen in Nordstadt, der Hauptstadt des Imperiums. Super. Habt ihr hier irgendwo so einen Zwerg gesehen? Oder kann ich hier irgendwo ein Nickerchen halten? Jetzt nicht. Okay, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Mami hat nie Zeit für uns. Okay. Was ist los, Mami? Kümmere dich um deine Kinder. Bist du Schwester? Meine Schwester hat sich die Haare grün gefärbt. Wirklich zu albern. Meine Schwester hat sich die Haare blau gefärbt. Wie lächerlich. Okay, ihr seid wirklich Geschwister. Und du so? Ah, die Pläne des Imperators machen mir Angst. Er ist größenwahnsinnig. Okay. Ja, ich würde ihn ja gern stürzen, aber ich brauche erst Berti. Das geht auch. Kleines Nickerchen. So, 1000 waren? Ne, 120, okay. Das bezahle ich gerade noch so. Mhm. Klar, speichern, danke. Guck mal, wer hier steht. Berti, du alte Socke. Lange bleibe ich nicht mehr hier. Habt ihr neue Waffen, Orbs? Ja, Tatsache. Einmal Speer. Einmal Bogen und die Axt. Schön. Damit sollten sie jetzt eigentlich alle auf 4 sein. Fühlt euch wie zu Hause. Das ist ja nett. Dankeschön. Aussage, fühlt euch wie zu Hause. Das ist immer eine sehr nette Geste, aber wenn das jemand zu mir sagt, bin ich trotzdem immer sehr... Oh, wer bist du denn? Bin ich trotzdem immer sehr vornehm. Mhm. Kumpels, was ist los hier? Könnt ihr jetzt mitmachen, Mädels?
Oder muss ich wieder alleine kämpfen? Geht nicht weg. Geht toll. geht nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. Ja, würde ich ja gern, aber... geht ja nicht auf. Oha. Was für ein großer Ballon. Das ist wieder die Gasharpune, war die hier benebelt. Hm. Okay. Ich habe ein Öslevel. Okay, du auch. Sehr gut. Kann ich das Ding irgendwie kaputt hauen? Ach, das ist die Lanze. Oh, das sah jetzt aus wie die Axt. Schade. Nee, ich komme nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Wenn wir die Rebellen in die Finger kriegen, ja, was dann? Oh nee, wieder so eine Ruine. Heidi, wach auf! Bist du okay, Heidi? Verschwindet! Hagen und ich sind sehr glücklich hier. Lasst uns in Ruhe. Du lügst. Hättest du wohl gern. Oh! Was war das denn? Oh, Heidi. Kommt, wir bringen sie zu Sarah. Komm schon, Anna. Steve, was ist los? Schnell, Sarah, du musst dir helfen. Okay, ich bringe sie zu unserem Arzt. Beeile dich. Ja, ja, keine Panik. Helf dir lieber Hagen. Ja. Ja. Ich will nicht.